Auch wir hatten noch einige kritische Fragen an den Ministerpräsidenten. Nicht nur zur Ehrenkommission. Mir ist gesagt worden, Sie wollen mich nach der Minister-Ehrenkommission fragen und Sie glauben mir hier von Grünen und sonst wem was vorhalten zu können und von Amerika bis Deutschland. Dann lassen Sie mich mal aufreden. Mensch, hören Sie mir mal zu. Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben nur nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?